Ja. Komm, wir müssen jetzt los, ja? Sehr gut. Nur eine Dichtung. Anouk, was machst du denn da? Kommst du bitte raus? Ich bin drüber gespannt. Dass sie nur Kindersitz. Dass sie nur Babysessel ist. Warte. Da ist gar nicht so hochsitzen. Oh, wer muss abbiegen? Ich werde nur. Den festhalten. Nicht lecker. Ja. Und kommt. Hallo. Na da, hast du jetzt Fett ohne Ende. Nee, nicht aufs Bett. Blumen, kannst du das mal Mama, das ist Mami, das Baby. Füße? Ich war gar nicht so. Sie hat Riesenfüße. Ich wollte schon größere Strampel gekriegt, weil der andere zu klein war. Die Wahrheit ist weiß gekommen. Wenn du so klein warst, der Rest, dann war sie noch klein oder war sie größer? Ja, aber der Strampel war zu klein. Jetzt. Das ist schön. Der hat ganz kleine Babys. Ona ist so klein. Wie geht's dir, Molly? Ich konnte gestern natürlich nicht einschlafen, weil er voll mit Hormonen noch voll gepumpt. Jetzt ist Baby nicht mehr drin. Nee, jetzt ist kein Baby mehr drin. Aber das dann da ist das Baby. Hast du mich schlafen, aber du musst hin? Ja, Mama, dann später. Mama. Babys schnell frieren, wenn sie zu klein sind. Babys frieren schnell, die brauchen das. Elke ist schon zu Hause. Die hat ambulant empfunden. Mama, hat Elke ihr Baby? Gestern. Gestern? Ja. Gleiche Datum. Und, du hast es heute bekommen. Nee, auch gestern. Die haben den gleichen Geburtstag jetzt. Oh nein. Ist das lustig? Und gestern hat auch Andreas Papa Geburtstag. Stimmt, hat Andrea mir geschrieben, ja. Ist total lustig, ne? Aber Mama, das Baby darf sich ja einen Geburtstag aussuchen. Ja, und die haben sich den gleichen Tag ausgesucht.
Die beiden. Aber dann sind wir zu klein. Ihr passt doch nicht mehr in meinen Bauch an. Doch, du musst richtig klein machen. Skadi würde noch einpassen. Also Skadi passt noch in meinen Bauch. Also wenn der größer ist. Also da muss man so klein sein, um da unten zu müssen. Nee. Ich passe nicht auf Bauch. Dann bist du noch. Hat schon so gereicht. Hallo, Ross. Wo sind wir, Papa? Mit Kindern. Ja, Hilfe, lass mich mal bitte. Bitte, Lass ihn. Hey, Skadi. Aber sie soll jetzt hier holen. Ja, aber du. Es ist total laut. Ich freue mich auf. Das ist permanent Stress. Mama. Also können wir jetzt frei noch bis Samstag. Bis Samstag gehe ich wieder. Mama. Gehst du ab? Samstag gehst du. Hast du kleine Augen? Ja. Komm, wir gehen. Guten Morgen. Alle sitzen schon am Tisch und essen fein. Soll ich dir schneiden? Vorsicht mit dem Daumen. Die Finger müssen da alle weg. Ich kann das für dich schneiden. Aber kannst du mich nicht schneiden? Ja. Katja, das ist mir 60 Jahre. Blumen, Skadi, Anouk, auch noch. Bei mir steht immer kein Name drauf. Nuki, du möchtest deine Dinger damit nehmen. Aber was soll da drauf? Soll da was drauf? Nee, das ist schon Butter drin. Hm. So, hier dann. Aber ich benutze das immer so. Das hier. Ich krieg mich nur noch auf über die Kamera hier, die funktioniert nie. Papa, nie. So, die Kamera nervt mich tierisch ab. Fällt dauernd aus. Ich krieg die Krise. Ich fällt dauernd aus. Ich schmeiß die in die Ecke. Soll ich lesen? Ja. Ja? Ja. Okay. Mann, ist das eine Gefahr, ey. Jetzt fahr ich nach Neukölln. Neukölln? Steglitz. Neukölln? Krankenhaus Neukölln. Krankenhaus Neukölln. Ach nee. Oh mein Gott, was für eine Fahrer, ey. Niemals. Wieder. Sieht doch in der Video. Ja, jetzt war die Visite gerade schon lang. Ja, und gerade
Passt eigentlich ganz gut. Wir müssen später nochmal mit ihr zum Wiegen und zum Messen, weil sie gerade wieder sind. Ein bisschen warten, bis sie das wieder abgebaut hat. Ich bin jetzt schon mal weg, ja? Ja, da vorne kann man sich abstellen. Und? Zucker. Zu ernst? Ja. Es ist nicht aus. Nein? Also. Da ist sie. Wer ist denn das? Das ist Ona. Ona Müller. Harte Arbeit war's. Harte Arbeit war's. So eine Knautschlippe rauszukriegen. Ja, die war total sauer. Wie Ska, die gestern ihre Schwestern immer ermahnt hat. Nicht anfassen. Ja, ja. Nicht anfassen. Die hat aufgepasst wie ein Fuchs. Und dann liegt dann immer, ach Mann, Skadi. Skadi ist dann nicht so. Ja, das ist süß. Den einen Tag meinte er noch zu mir, wir müssen dann noch, war das Bankunterlungen? Weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen noch alle Kleinteile wegräumen. Ich so, was für Kleinteile? Na, die so rumstehen, damit sie nichts im Mund nimmt. Ich so, das dauert. Die kann gar nichts. Das wissen die gar nicht, die Kinder. Ich habe denen das schon so oft gesagt, weil die immer denken, ja, man sieht dann krabbelt und hier müssen wir und da und mit Brei und das braucht die alles nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ach Mensch. Die machen sich voll Gedanken. Ist ja super. Ja. So süß. Der kleine Schädel. Scherbel. Ja, das hat gereicht, der Schädel. Monsterschädel. Julia dann zu mir, Mann, wie macht ihr das alle, dass die Kinder so einen schönen Kopf haben? Meine hatte so einen Melonenkronett. War ja bei Anouk auch so ein bisschen anders. Das ist die erste Geburt sieht halt anders aus. Wenn die Wehen das immer so runterdrücken, ne? Dann verformt sich das ja, wenn das natürlich so schnell geht. Dann wird das nicht so doll verformt. So süß, wenn du sie so nimmst und sie dann so... Ja, der Kopf so. Und die Hände. Genau. Und sie strecken, weiß ja gar nicht, wie strecken geht. Eigentlich mehr. Verkrampft man sich viel mehr dabei. Aber. Sie haben es toll gemacht, Marlies. Ja, danke. Dankeschön. Es war, wie erwartet, sehr schmerzhaft. Also nochmal ein Tipp für alle, die Kinder kriegen wollen. Einfach man, machen. Man schafft's, aber es ist nicht ohne. Einfach machen, ne? Geht durchziehen, schon. Durchziehen. Geht schon. Ja, der Körper spult ja ein Programm ab, ne? Das ist ja immer das Gleiche. Seit Millionen Jahren. Ja. Ist alles gut. War alles super. Ja, das war die kleine Ona. Die noch kleine Ona. Mal gucken, mit was sie uns beglücken wird, in der Familie überreichern wird. Ja, mit ihrer Anwesenheit. Mit was für Späßen. Und was für ein Typ sie wird. Ist. Bis jetzt sieht sie sehr ernst aus. Bis jetzt sieht sie wirklich sehr ernst aus, mit ihrem Runzelgesicht und... Aber sie hat auch viel ertragen müssen in meinem Bauch an Gefühlschaos. Stirnfalten, ja? Ja, das war doch scheiße. Das gleich zu Beginn der Schwangerschaft stirbt Alex, dann Mizi und dann ist er noch im Krankenhaus. Und das habe ich alles mit ihr zusammen durchgemacht. Tja. Hat sie alles abgekriegt. Sie ein empathisches Kind, vielleicht ein sehr empathisches, sehr viel Gefühl abbekommen. Auf jeden Fall ist sie viel ruhiger in der Schwangerschaft schon gewesen als die anderen. Sehr viel ruhiger. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auch heute Luhmann? Ja, Luhmann war sehr regelmäßig. Da konnte ich die Uhr nachstellen. Ich konnte nach Luhmann schon immer die Uhr stellen. Wirklich. Ich habe mich abends aufs Sofa gelegt, 20 Uhr, zack, die hat angefangen zu tanzen da drin. Yay! Party, Party. Und die hat dann unter der Dusche so getanzt. Das war so witzig, immer eben Poso.
Und immer wieder, wie sie so ausstreckt. Und das Wasser auf dem Rücken, findest du so schön. Ja, hat sie immer. Macht sie immer so. Ja. Was ist das hier für ein komisches Spuknamen? Guck mal. Wir machen mal so, okay? Ich habe ihn frisch angezogen, kannst du ansabbern. Du hast da noch einen Faden von dem Spucktuch am Arm. Nee, das ist am Body. Ach so, das ist die Stumpfe. Ich hätte meinen Daumen gefunden. Komm, nimm sie jetzt hier. Ja, dann gibst du sie wieder zurück. Ja, ja. War ein kurzer Ausflug bei Papa. Das ist alle Tuch da, das musst du auch mal rausentwickeln. Das ist alle Tuch da drin. Ja, da drunter, das ist doch total verwubbelt. Das ist so groß, was er mir gegeben hat. Oh, ist das ein Lächeln? Nein. Das ist gerade nicht, aber gerade also so. Die schläft. Er stört. Müde Augen. Julian, so pünktlich. Du kannst nicht. Was ist das für dich? Ganz klar. Mhm. Oh, und jetzt? Na? Hi. Na? Kind. Das ist er ja. Das ist aber gut abgenutzt, der hier schon. So, schlägt sich hier. Einmal hin. Ach, siehst du, ich muss tanken. So, und dann noch dazwischen, oder wie? Mann, ey. Na, ich muss mal jetzt wieder am Bus kaufen, ey. Jetzt ist es nämlich vorbei. Jetzt passen wir nirgendwo mehr rein. Kein Auto. Ja. Ey, ich krieg die Krise gerade. Und Busse sind jetzt schweineteuer geworden. Diese alten Scheißbusse. Außer die größten Rostlauben. Die kriegst du natürlich auch für 2000 oder was. Aber ey, so ein bisschen Anspruch. Und kannst vergessen. Das ist schon toll. Also, was ist denn mit der Kamera, Alter? Die Kamera jetzt regt mich so auf. Das glaubst du ja nicht. Die dauernd aufzählt. Aber wenn man so braucht, dann sieht die aus. Und dann filmst du den unnötigen Scheiß. Den unnötigen Scheiß filmst du? Kriegt man O-Material zusammen. Heute zeige ich euch den Einkaufswagen von innen. Ja, Britzer Garten. Britzer Fahrradhaus. Ja, da gibt es ja nichts zu sehen. Das ist ja total nett. Wir sehen uns, wir heuchen. Voneinander. Auf alle Fälle. Hallo und guten Morgen. Es ist Mittwoch. Der Akku ist schon wieder leer von der Kamera. Ich werde irre. Ich flippe aus. Ich kann nicht mehr. Nicht. Es ist Mittwoch. Papa, Papa, das ist das Baby. Das ist das Baby. Und wir sind alle zu Hause. Die Brust draußen. Und Mama hat die Brust draußen. Die hängt jetzt öfter mal raus. Ja, das ist öfter mal dabei. Mama, so ein Brustding. Das Baby ist ein ganz schöner Brustfetischist. Das Baby. Ja. Ja, jetzt sind wir komplett. Mehr als das. Erstmal musst du von essen. Mama, Anouk fehlt allerdings noch. Die kommt jetzt mit dem Taxi. Jeden Moment eigentlich kommt die mit dem Taxi an. Mal gucken. Wir sind nämlich auch gerade erst rein. Das Auto ist kaputt. Baby ist da. Beim Auto ist das Getriebe im Arsch. Fantastisch. Ich freue mich. So richtig tolle Sachen. Gleich zum Auftakt. Ja, kriegen wir alle die Backen irgendwie. Muss ich jetzt auch noch die Tage machen, wo ich zu Hause bin.
dachte, ich kann mich ein bisschen entspannen, aber nee. Gleich losmachen. Noch nie hat man eine so schlechte Kamera wie diese. Die funktioniert überhaupt nicht. Gut, wir sehen uns auf alle Fälle später wieder. Ich lade jetzt erstmal die ganzen Sachen in eine Schneidedatei und guck mal, was davon brauchbar ist. Und verwertbar und deswegen. Gut, alles klar. Also wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao. Sagt Tommy und Familie, die etwas größer geworden ist. Ciao.